Neben den bestimmten und unbestimmten Integralen gibt es auch uneigentliche Integrale. Und eine Problemstellung eines solchen uneigentlichen Integrals habe ich mal aufgemalt. Gegeben ist die Funktion f von x gleich 1 durch x². Habe sie hier nur mal angedeutet, die Achse ist beabsichtigt nicht beschriftet, da kommt man nicht durcheinander. Und ich möchte gerne wissen, ab dem Punkt 1, also ab der Stelle 1 bis nach unendlich, wird eine Fläche zwischen der Funktion und der x-Achse sein und hat diese Fläche eine Maßzahl oder ist die Fläche vielleicht unendlich? Das könnte man erstmal sagen, ist doch ganz klar, muss unendlich sein, denn es wird ja unendlich lang immer wieder ein kleines Stückchen drauf addiert, also ist doch logisch. Die Fläche muss doch unendlich sein. Ja, geht so. Stellt euch einfach mal vor, hier befindet sich eine Wand und hier befindet sich ein Mensch und dieser Mensch kriegt die Aufgabe, lauf doch bitte zu dieser Wand, aber nach folgender Regel, du darfst immer nur die Hälfte der Strecke, die noch übrig ist, zurücklegen. Dann würde dieser Mensch im ersten Fall bis hierhin kommen, ungefähr. Oh, erster Schritt. Dann von dort aus wieder die Hälfte bis zur Wand, wäre ungefähr hier, wäre hier. Von dort aus wieder die Hälfte bis zur Wand, wieder die Hälfte bis zur Wand, wieder die Hälfte bis zur Wand und so weiter. Ihr seht, er könnte sich dieser Wand beliebig nah annähern, aber er würde nie ankommen. Und erst wenn er unendlich viele Schritte gemacht hätte, wäre er da, hätte aber dann nur diesen fest definierten Weg zurückgelegt und nicht etwa eine unendlich weite Strecke. Das heißt, es ist schon möglich, immer weiter Stücke aufzusummieren und auch unendlich oft und trotzdem nur auf etwas Endliches zu stoßen. Und das ist jetzt nicht ganz klar. Ist das, was hier unten drunter liegt, unendlich oder endlich? Na, berechnen kann man das eigentlich ganz leicht. Man muss nur das Integral von 1 bis, ja im Grunde genommen bis unendlich rechnen, von der Funktion 1 durch x² dx. So, und das schreibt man aber nicht so. Denn unendlich als Integrationsgrenze ist nicht statthaft. Das wollen wir also nicht. Da geht man einen kleinen Umweg. Da sagt man, ich nehme das Integral von 1 bis k oder irgendeine andere Variable der Funktion 1 durch x² dx und lasse dieses k gegen unendlich laufen. Das heißt, man würde jetzt hier irgendwo mit k anfangen und würde das k immer weiter rausschieben Richtung unendlich. Und dann müsste man ja auch die geforderte Fläche rauskriegen. Ja? So, und daher kommt der Name uneigentliches Integral, weil eine Integrationsgrenze gar nicht vorhanden ist. Denn unendlich ist keine wirkliche Zahl und deswegen kann man die nicht angeben und deswegen ist es auch ein uneigentliches Integral. Gut, gelöst wird das Ganze, wie bisher auch bekannt, bei bestimmten Integralen. Nur, dass man diesen Limes davor, diesen Grenzwert, immer weiter mitschleppt, so lange bis man ihn bildet. Das heißt, der nächste Schritt wäre Limes von k gegen unendlich. So, jetzt wird zuerst mal das unbestimmte Integral gebildet. Denkt dran, man kann diese Funktion schreiben als x hoch minus 2. Dann wird der Exponent um einen erhöht und als Kehrwert davor geschrieben. Das wäre also minus x hoch minus 1 in den Grenzen von 1 bis k. Das schreibe ich jetzt mal ein bisschen anders. Limes k gegen unendlich, den Limes bitte nicht vergessen, von minus, ja, x hoch minus 1 ist nichts anderes als 1 durch x in den Grenzen von 1 bis k. Jetzt, wie bekannt, obere Grenze minus untere Grenze, den Limes nicht vergessen. Limes k gegen unendlich von obere Grenze minus 1 geteilt durch k minus untere Grenze minus 1 durch 1. Also einmal k eingesetzt und einmal 1 eingesetzt und das zweite vom ersten abgezogen.
ist gleich Limes von k gegen unendlich von minus 1 durch k plus 1 minus minus, ein Eintel wäre plus 1. So, und jetzt wird der Grenzwert gebildet. Und wenn ich mal schaue, k gegen unendlich, 1 geteilt durch 10, 1 geteilt durch 100, 1 geteilt durch 1 Milliarde, 1 geteilt durch 1 Trillion. Wenn das k im Nenner steht und man k gegen unendlich laufen lässt, dann ist das Ganze 0, dieser Ausdruck 0. Und dann bleibt nur stehen, ist 1. Das heißt, diese Fläche, wenn man von 1 beginnt, von der Funktion 1 durch x², diese Fläche von 1 bis unendlich ist nicht etwa unendlich, sondern hat genau den Flächeninhalt 1. So ist das Vorgehen bei uneigentlichen Integralen. Man bedient sich des Limes, nimmt eine Hilfsvariable k, die man gegen unendlich laufen lässt, weil so etwas ja nicht möglich ist, löst das Integral auf ganz normale Art und Weise auf, schreibt den Limes bei jedem Schritt wieder davor und erst ganz zum Schluss, wenn man es in einer Form hat, dass man den Grenzwert gut bilden kann, setzt man für k was sehr Großes ein und guckt, welcher von den Termen wegfällt und kann dann entscheiden, handelt es sich um eine begrenzte oder unbegrenzte Fläche. Würde das k hier im Zähler stehen, dann könnte hier auch unendlich rauskommen. Es gibt also auch Fälle, zum Beispiel die Funktion 1 durch x würde eine unendliche Fläche einschließen. Auch das könnt ihr ja mal ausprobieren.